Herzlich willkommen zu Mathe mit Noel. Heute schauen wir uns den Beweis der De Morganschen Regel an. Beginnen wir doch gleich mit der Definition der Aussage der De Morganschen Regel. Die Aussage sagt aus, dass für eine Menge x und eine Menge ai mit i aus einer Indexmenge folgende Aussagen gelten. Diese Aussagen werden als De Morganschen Regel oder auch teilweise als Distributivgesetz bezeichnet. In diesem Video beweisen wir die obere Aussage. Schauen wir uns die doch etwas genauer in einem Venn-Diagramm an. Für die Indexmenge nehmen wir die natürlichen Zahlen. Beispielsweise haben wir drei Mengen: A1, A2 und A3. Zuerst betrachten wir die linke Seite. Wir bilden die Vereinigung von A1, 2 und 3. Nun wird die Differenzmenge ohne unsere Indexmenge gebildet. Somit schließt Groß X unsere Indexmenge komplett aus. Nun betrachten wir die rechte Seite. Wir zeichnen A1 ein und bilden die Differenzmenge. So erhalten wir einen kleineren Ausschluss von Elementen. Dies führen wir noch für A2 und A3 durch. Wenn wir nun den Schnitt von unseren drei Mengen bilden, erhalten wir den gleichen Ausschluss wie die linke Seite. Schauen wir uns nun noch kurz den Beweis an. Weil wir Gleichheit zeigen wollen, müssen wir zeigen, dass x sowohl in der einen als auch in der anderen Menge vorhanden ist. Das halten wir fest. Nun wählen wir ein x, das fest, aber beliebig ist. Damit wir die Äquivalenz zeigen können, müssen wir die Hin- wie auch die Rückrichtung zeigen. Wir beginnen auf der linken Seite und wenden die Definition der Differenzmenge an. Betrachten wir den Inhalt der runden Klammern, so sehen wir das x-Element von der Vereinigung von ai ist. Das heißt auch, dass ein i aus der Indexmenge existiert, mit der Eigenschaft, dass x mindestens in einem von all diesen ais liegt. Mit Hilfe der Definition der Vereinigung können wir das umschreiben. Diese Eigenschaft ist jetzt jedoch verneint. Das bedeutet, dass kein x in ai liegt. Und das für alle i in der Indexmenge. Dies geht auf die Regel Negation von Quantoren zurück. Der Existenzquantor wird zum für alle Quantor und die Bedingung wird negiert. Da alle Elemente x in Groß X enthalten sind und für jedes i auch x nicht in ai liegt, können wir die Definition der Differenzmenge anwenden. Weil die Menge alle Elemente beinhaltet, die in Groß X, aber nicht in ai sind, können wir davon auch die Schnittmenge bilden. Was den Beweis abschließt. Somit wären wir am Ende des Videos angelangt. Hier kommst du zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!